Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu den Andachten in der Karwoche. In diesem Jahr möchte ich die Bibeltexte einmal anschauen unter einer Motivsuche, also Motive der Passionsgeschichte Jesu aufsuchend, sie vergleichen mit dem, was wir davon schon zuvor einmal in der Bibel lesen, vor allem im Alten Testament. Und so beginnt meine erste Andacht in dieser Karwoche mit dem Stichwort des Gerichtes. Denn das Gericht spielt schon im Alten Testament eine ganz wesentliche Rolle. Meistens geht es dort, etwa im Zivilrecht, um Rechtsstreitfragen, wie auch wir sie kennen. Also es wird geklärt, meistens durch die Ältesten, die zusammen im Rat sitzen. Es werden Rechtsentscheidungen getroffen über Eigentumsverhältnisse, über Fehltritte gegenüber Unrecht, das getan wird gegenüber anderen. Oder es werden andere Streitigkeiten größeren oder nicht so bedeutenden Maßes geklärt. In dem Alten Testament finden wir aber auch den Gedanken des Gerichtes Gottes über die Menschen, vor allem über sein Volk, aber auch über die Völker. Das Gericht Gottes über sein Volk und die Völker wird dabei vielfach dem Bild des Ehebruchs verglichen, also der Untreue, die das Volk Gott gegenüber eingenommen hat. Und darauf erfolgt sein Gerichtsurteil. Die Frage nach dem Gericht befasst uns auch heute. Immer wieder haben wir damit zu tun und die Rechtsstreitigkeiten nehmen beständig zu. Unsere Gerichte sind vollkommen überlastet. Aber es gibt einen Grundsatz unserer heutigen Gerichte, der damals auch schon galt, und der sich in der Symbolik der Justitia abbildet, also jener Frau, die die Waage hält in ihren Händen mit verschlossenen Augen. Und der Sinn dieses Bildes ist, der Bevorzugte, etwa der Reiche, soll gegenüber dem Armen nicht vorgezogen werden im Rechtsurteil. Umgekehrt soll aber auch nicht der Arme oder der Benachteiligte um dessen Willen bevorzugt werden im Gerichtsurteil, sondern ein Urteil soll gesprochen werden nach Recht und nach Gesetz. Dieser Grundsatz ist uns vertraut, der ist stimmig im Alten Testament und auch unter der römischen Besatzungsmacht gängig. Aber Pontius Pilatus, der das Gericht hält über Jesus, hält sich nicht an diesen Grundsatz. Denn das, was die Ankläger vorbrachten, das machte gar keinen Sinn. Sie widersprachen sich in ihrer Anklage und so wäre also Pilatus berechtigt gewesen, nach der ersten Anhörung den Fall zurückzuweisen, darauf sich gar nicht einzulassen, wie das auch heute unsere Gerichte tun können, nach einer Erstanhörung einen Fall annehmen oder abweisen. Gerade in Fragen des Bundesverfassungsgerichtes haben wir das in der Vergangenheit mehrfach erlebt, dass Anträge gar nicht zur Verhandlung angenommen wurden, sondern vom Gericht sofort wegen unzulänglicher Gründe oder unzulänglicher Begründung abgelehnt wurden. In Matthäus 27, Vers 1 heißt es: Am Morgen aber hielten alle Hohepriester und die Ältesten des Volkes einen Rat über Jesus, dass sie ihn töteten. Und sie banden ihn, führten ihn ab und überantworteten ihn dem Statthalter Pilatus. Und Vers 19: Und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Jesus also, der Gerechte, dem keine Schuld nachzuweisen war, im Sinne der Anklage. Und Pilatus erkannte das auch, und doch hielt er sich nicht an den Grundsatz der Justitia, sondern seine Balkenwaage ging ganz gewaltig in eine Richtung, nämlich die des Volkes, vor dem er sich fürchtete. Das Urteil des Pilatus war das Todesurteil über Jesus, das er dann sprach. Und darauf finden wir schon einen Hinweis im Alten Testament, nämlich in Jesaja 53, Vers 12. Da lesen wir, dass Jesus den Übeltätern gleichgerechnet wurde. Also Jesus inmitten der Übeltäter. Da
Dabei denken wir natürlich allererst an die Kreuzigungsszene, wie Jesus zwischen den beiden Verbrechern, den politisch Gefangenen, den Aufrührern, vermutlich waren es Art Terroristen, die mit ihm gekreuzigt wurden. Dass Jesus also inmitten dieser Übeltäter dort hängt, ist der erste Gedanke. Aber wenn wir uns von diesem Bild einmal ein Stück weit lösen und sehen, dass die Übeltäter, unter die Jesus gerechnet wurde, nicht nur diese beiden meint, sondern alle Menschen, weil wir alle mit Sünde beladen sind, weil wir alle vor dem Gerichtsurteil Gottes keinen Bestand haben. Wenn wir uns das vor Augen halten, erschließt sich uns noch ein viel tieferer Sinn dieses Gerichtes. Weil Jesus unter den Übeltätern, zu den Übeltätern gerechnet wird, hat er uns damit eine große Zusage gegeben. Vielleicht erlebst du dich selber als ein Übeltäter und bist nun in dieser Karwoche noch einmal besonders unruhig darüber, ob dir deine Schuld, die dich belastet, vergeben werden kann und ob Christus dich freundlich ansieht. Genau das tut er, aber nicht billig hin, sondern weil er dazu bereit war, den Übeltätern gleichgestellt zu sein. Damit reiht er sich ein in das Leben von uns Menschen, als der Gerechte, der unter uns lebt und zur Vergebung unserer Schuld stirbt. Ein ganz großartiger Gedanke. Wichtig auch für uns, wenn wir uns überhaupt keiner Schuld bewusst sind oder wenn wir glauben, dass wir dieser Gerechtigkeit Gottes, seiner Treue zu uns nicht bedürfen. Das Gericht Gottes spricht auch von der Sorgfalt, mit dem wir unser Leben führen sollen. Dass wir also darauf achten, was wir tun, was wir lassen, dass wir dem Willen Gottes nachkommen. Diesem ersten Gedanken des Gerichtes wollte ich euch zu Anfang der Karwoche weitergeben und dem werden weitere folgen. Ich hoffe und bete, dass uns Jesus dieser Tage mit der frohen Nachricht ganz neu erreicht.